Bei Detlef standen inzwischen einige Reparaturen an. Die Tosleys waren zum Handeln gezwungen. Sie machten sich auf den Weg zum Arzt ihres Vertrauens. Seine Praxis befand sich in einem gotischen Schloss, das auf einem finsteren Hügel thronte. Seit der letzten Gesundheitsreform waren die Dinge ein wenig durcheinander geraten. Auf dem Weg nach oben wurde es immer nebliger, kälter, düsterer. Das Schlosstor öffnete sich wie von Zauberhand. Der Volkswagen parkte vor einem gigantischen Ritterhelm, der im Hof herumlag. Jemand war darin eingesperrt. Eine Stimme bat um Freilassung. Doch die Torsleys waren böse, sehr böse, und ignorierten die Stimme. Stattdessen folgten sie Igor, dem mysteriösen, buckligen Gehilfen ihres Hausarztes. Paragraph 1254b der neuen Ärzteverordnung sieht einen mysteriösen, buckligen Gehilfen vor. Bis hinunter in die Katakomben des Schlosses. Onkel Valium trug den ledierten Dudley auf den Händen. »Der Meister erwartet Sie schon«, sagte Igor. Die Torsleys waren im Archiv angelangt, wo ihr Arzt diverse Körperteile in Einmachgläsern aufbewahrte, die zitterten, die teils noch lebten. Vergleiche Paragraph 34.522c der neuen Ärzteverordnung. Ficus lief in eine Spinnwebe hinein und kreischte. Die Torsleys erschraken, als ein sprechender Fötus, der in einem verstaubten Schrank saß, sie um ein Glas Wasser bat. »Hast du ein Problem?« fragte er Tante Ficus. Frau Torsley erschauderte vor dem Fötus, und der Fötus erschauderte vor Frau Torsley. Igor zog ein Buch aus einem Regal, und ein Geheimgang öffnete sich nicht. »Oh, sorry«, sagte er. Dann zog er ein weiteres Buch aus dem Regal, und ein Geheimgang öffnete sich. »Ich grüße Sie, werte Patienten und Angehörige«, sagte Dr. Frankenstein, der seit 200 Jahren in jenem verborgenen Labor forschte, was die Torsleys überhaupt nicht weiter störte, weil er zumindest ein Arier war, und man hört ja so manches über die magischen Kräfte von Ariern, von denen eine lange Lebenszeit die geringste sein dürfte. »Es geht um meinen jungen Dudley«, sagte Herr Torsley. Dr. Frankenstein nahm Dudley ausführlich unter die Lupe. »Haben Sie herausfinden können, was mit ihm nicht stimmt?« fragte Onkel Valium nach einer Weile. »Oh ja«, antwortete der Doktor. »Sehen Sie, Ihr Junge ist zerquetscht, und sein Auge steckt ja nur so pro forma in der Augenhöhle. Außerdem ist er ein Idiot, aber das wissen Sie ja schon.« Ficus schüttelte den Kopf. »Kann man denn da gar nichts machen, Doktor?« fragte sie. »Na ja«, meinte Dr. Frankenstein, »er ist tot. Es wird nicht viel bringen, wenn ich ihn in die Reha schicke.« Ficus weinte bitterlich. »Aber«, sagte der Doktor, »es gibt da vielleicht etwas, eine neue Behandlungsmethode.« Frau Torsley schöpfte Hoffnung. »Tun Sie es, Herr Doktor, tun Sie alles, was nötig ist.« Terry lehnte sich an eine Wand und seufzte. Er akzeptierte seit einer Weile einfach alles, was geschah, und wartete, bis er wieder aktiv werden konnte. Es gibt eine Auffassung, laut der die Hauptcharaktere von Romanen passiv sein sollten. Die Dinge stoßen ihnen zu, sie tun die Dinge nicht. Im Drama dagegen ging es um Handlung. Terry wurde es allmählich langweilig. Er hätte lieber in einem Drama mitgespielt. Dr. Frankenstein legte mit Hilfe der Torsleys Dudley auf eine Trage in der Mitte des Labors. »Igor, den Schalter bitte«, befahl der Arzt. Frankensteins Gehilfe wollte auf einen roten Knopf drücken, doch sein Meister unterbrach ihn. »Nicht den Knopf, Igor, den Schalter! Seit du in Van Helsing mitgespielt hast, kannst du überhaupt nichts mehr!« Igor zog den Schalter. Die Trage wurde von Zeilen nach oben gezogen, bis aufs Dach. Es öffnete sich, und Dudley lag im Freien. Draußen donnerte und blitzte es. Ein Blitz schlug in Dudley ein. Es konnte seine Lage nur verbessern. »Lebe, lebe, unheilige Kreatur!« schrie Dr. Frankenstein. Übrigens tun Ärzte für gewöhnlich nichts dergleichen, das ist eines dieser schrecklichen Vorurteile. Ein weiterer Blitz schlug in Dudley ein. »Lebe, lebe!« wiederholte der Doktor einfallslos. Dudley öffnete die Augen. Der Blitzschlag hatte seinen Sehnerv wieder befestigt. Auch ansonsten war Dudley wieder ganz der Alte. In der Tat sind Blitzschläge eine unterschätzte, althergebrachte Behandlungsmethode, die unserer modernen Gerätemedizin weit überlegen ist.